zusammen zu dem, was ich euch heute vorstelle. Und zwar geht es um den Transfer von Lernergebnissen aus Projekten. Und wir haben eine übergeordnete Strategie natürlich auch als Agentur, möchten da vorankommen und möchten zum Beispiel unsere Kunden so gut es geht beraten, sowohl inhaltlicher Natur, strategischer Natur, also auf alle möglichen Arten und Weisen, und möchten dann möglichst guter Partner für unsere Kunden sein. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn tun, um aus den laufenden Projekten und auch aus laufenden Projekten aus der Vergangenheit oder dem, was so in unserem Alltag passiert, aktiv uns damit auseinanderzusetzen auf einer teilweise auch Metaebene und zu sagen, so, okay, was lernen wir denn gerade daraus und können somit noch ein besserer Partner werden für unsere Kunden und aber natürlich auch wir alle uns selbst weiterentwickeln in unserer Profession, in dem, was uns auch ausmacht. Und dafür haben wir Formate zur Förderung einer guten Denk- und Umsetzungspartnerschaft erstellt. Denk- und Umsetzungspartnerschaft klingt jetzt ein bisschen sperrig. Die Denkpartnerschaft ist tatsächlich die Beratung unserer Kunden, vorausdenken, kritisch hinterfragen, unsere Expertise einbringen. Und Umsetzungspartnerschaft ist da schon einfacher, das Gedachte, das Konzept auch umzusetzen, damit die Maßnahmen auf die gesteckten Ziele dann auch einzahlen. Und wir haben uns gefragt, wie können wir das gut tun und haben dafür drei Formate entwickelt, wie wir als Projektteams auf unsere Projekte schauen können. Denn es ist bei uns so, dass wir nicht immer ein gesetztes Team sind. Also es sind nicht immer die gleichen 5 Personen, arbeiten in jedem Projekt zusammen, sondern ich arbeite zum Beispiel aktuell in 4 unterschiedlichen Teamkonstellationen auf unterschiedlichen Kunden, auf unterschiedlichen Projekten. Das heißt, es wechselt und die Konstellation ist auch anders. Das heißt, jeder bringt seine Erfahrung aus unterschiedlichen Projekten mit, aus unterschiedlichen Projektkonstellationen. Und da haben wir dann gesagt, wir machen 3 Formate. Einmal einen Kickoff als so gemeinsamen Projektstart, um so eine solide Basis eben zu machen für eine kraftvolle Zusammenarbeit, nennen wir es so schön. Also zu gucken, wie können wir kraftvoll zusammenarbeiten in dieser potenziell auch neuen Konstellation an Kolleginnen, um da jeder in seiner Kraft unterwegs zu sein, für den Kunden, für uns selbst, auch in unserer Entwicklung. Wir haben eine Projektvisite angesetzt, die findet so alle 6 bis 8 Wochen im Projekt statt. Und da schauen wir einfach, wo sind wir gerade unterwegs, wie tief ist das Fahrwasser, schwappt es bald über oder haben wir den guten Allradantrieb und das funktioniert gerade. Also zu schauen, wie sind wir in der Zusammenarbeit unterwegs, wie ist das Team ausgestattet. Das kann sein eine zeitliche Ressource, die personelle Ressource, was sind für Kompetenzen vorhanden. Und halt auch nochmal zu gucken, okay, wie sind wir gerade im Hinblick auf unsere Strategie in diesem Projekt unterwegs. Und dann einen Abschluss zu machen am Ende eines jeden Projekts und zu sagen, okay, lasst uns diese Projekte gut gemeinsam abschließen und auch bewusst abzuschließen, weil manchmal plätschert es ja noch so ein bisschen vor sich hin. Die letzte E-Mail wird nochmal rausgeschickt, es kommt nochmal eine Rückfrage. Und da wirklich zu sagen, wir setzen gemeinsam einen Punkt. Und dann der große Punkt, auch der für euch alle wahrscheinlich interessant sein wird, aus dem Projekt nochmal für die Zukunft auch zu lernen. Das ist unterwegs schon passiert in der Projektvisite, aber nochmal da wirklich konkret sich bewusst zu machen, was lernen wir denn jetzt gerade aus diesem Projekt für die Zukunft, für dieses Projekt, also für diese Projektart, für andere Projekte. Ganz ursprünglich kam dieser Ansatz ja zu sagen, wir wollen diese Formate entwickeln daraus, dass wir gesagt haben, wir wollen eine gute Denk- und Umsetzungspartnerschaft fördern. Wie machen wir das? Da hat sich dann bei uns so ein 4er-Team zusammengesetzt und gesagt, okay, lass uns mal überlegen, wie könnte so ein Kick-Off, eine Visite und ein Abschluss ausschauen. Dazu haben wir dann Drehbücher erstellt. Gucke ich gleich nochmal ein bisschen genauer rein. Jetzt hat jemand die Kontrolle übernommen. Ich mache das mal wieder rückgängig, sonst sehe ich nämlich meine Notizen nicht. Also wir haben gesagt, wir erstellen dafür Drehbücher und ein Drehbuch macht tatsächlich aus, dass wir recht genau mitgeben, wie sieht eine Projekt-Kickoff aus, wie sieht eine Visite aus, welche Fragen stellen wir uns da und dann kann das Team das für sich nachjustieren an den Stellen, wo es das braucht. Aber prinzipiell setzen wir uns mit bestimmten Aspekten jedes Mal auseinander. Das Ganze haben wir dann, also diese Drehbücher waren dann erstellt. Wir sind dann losgezogen in der Firma und haben gemeint, okay, wer mag das denn mal austesten in seinem Projekt, damit wir einfach mal ein bisschen Feedback sammeln können. Haben das dann immer, also jedes Format in 2 bis 3 Projekten ausgetestet,
haben uns Feedback vom Team eingeholt. Wie funktioniert es für euch? Haut das zeitlich gut hin? Was fehlt euch auch noch an Fragen, die ihr euch gerne zum Beispiel in einer Projektvisite stellen möchtet? Haben dann nochmal nachjustiert. Und als wir dann zufrieden waren und gesagt haben, okay, damit können wir jetzt erstmal gut loslaufen, haben wir eine Rollout-Veranstaltung gemacht, indem wir so ein bisschen World Café-mäßig Stationen aufgebaut hatten. Eine geht es um den Kickoff, dann um die Projektvisite und um den Projektabschluss. Und dann da gesagt haben, okay, ihr könnt euch das genau also durchlesen, worum es geht. Es steht immer eine Person mit dabei, die erklärt. Und so lernt jeder mal jedes Format kennen. Und dann sind wir damit unterwegs und testen es jetzt einfach mal aus, wie das funktioniert. Unterstützend gab es dann und gibt es auch immer noch Team-Moderatorinnen, die sich einfach nochmal viel intensiver mit diesen Drehbüchern auseinandergesetzt haben und die einerseits den Rollout unterstützt haben, also wenn ein Team sagt, okay, wir sind jetzt unterwegs, wir wollen eine Projektvisite machen, was müssen wir eigentlich genau tun, dann auch an die Team-Moderatorinnen herantreten können und konnten und zu sagen, okay, wir möchten ja gerne Unterstützung, führ uns doch bitte durch diesen Termin mal durch. Inzwischen sind die Projekte da nämlich sehr gut selber unterwegs und führen die meisten Formate selber durch. Und die Teammoderatorinnen werden inzwischen meistens hinzugezogen, wenn das Team schon das Gefühl hat, oh, wir sind gerade in einer richtig kniffligen Situation. Vielleicht hat es bei uns auch gekracht unterwegs. Wir möchten da gerne eine Moderation von, in Anführungszeichen, außerhalb, also außerhalb des Teams mit dazu holen und mal gucken, wo wir da noch einen Benefit haben, auch einfach von der kleinen externen Beratung und einfach einer Moderation. Diese Projektformate haben wir dann ausgerollt, mehr oder weniger auf freiwilliger Basis. Es ist so, dass wir uns wünschen und die Geschäftsführung das auch, da auch ein Commitment mit dabei hat, zu sagen, okay, wir wollen, dass jedes Projekt ein Projekt-Kickoff hat und einen Projektabschluss und zwischendrin auch Projektvisiten macht. Das wird nicht so streng getrackt, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben mitbekommen, da gab es keinen Abschluss, so, der muss noch stattfinden, sondern wird aber tatsächlich gemeinsam darüber gesprochen, warum machen wir an der Stelle zum Beispiel mal keinen Abschluss oder warum gab es nicht alle 6 bis 8 Wochen eine Visite, weil es gibt definitiv auch valide Gründe, das nicht alle 6 bis 8 Wochen zu tun. Wenn das Team beispielsweise aus 2 Personen besteht und man mit den Kunden nur ganz selten spricht, ins ERC vorangeht. Wenn es aber so ein heißlebiges Projekt ist, dann sollte schon darauf geachtet werden, dass wir da wirklich alle 6 bis 8 Wochen gemeinsam drauf gucken, wie sind wir unterwegs. Ich steige jetzt mal noch ein bisschen in diese Formate ein und vor allen Dingen der Projektabschluss wird dann nochmal interessant sein, um zu gucken und zu sehen, so welche Fragen stellen wir uns und was versuchen wir zu lernen und was machen wir dann auch mit dem. Ich sehe nämlich auch schon in den Kommentaren die Frage, ob wir über alle Projekte hinweg das sammeln. Nicht ganz, aber da haben wir so ein paar Sachen, wie wir versuchen, damit umzugehen. Beim Projekt Kickoff geht es eben, wie gesagt, darum, dass sich das Team nochmal kennenlernt, Klarheit zu den Zielen erlangt. Es wird nochmal geklärt, okay, wer ist in welcher Rolle unterwegs, wer übernimmt welche Verantwortung und wie sieht denn der Rahmen des Projekts aus. Der Projekt Kickoff ist jetzt im ersten Moment gar nicht unbedingt der Lernschritt an sich, aber in den ersten Projektvisiten merkt man dann schon, haben wir eine gute Grundlage gesetzt. Was sollten wir beim nächsten Mal beim Kickoff gut abstecken, damit wir besser unterwegs sind. Also da die Schleife findet da gut statt. Und wie ich euch schon gesagt habe, gibt es dann immer ein Drehbuch. Das ist jetzt in dem Fall einfach mal ein Screenshot aus dem Concept Board. Wir haben das Ganze digital und als Vor-Ort-Format, wo es dann darum geht, einen Check-in zu machen, Ziele und Hintergründe abzuklären, Projektrahmen abzustecken und diese Punkte einfach genau zu dokumentieren. Das Schöne ist, dass an der Stelle das Format, wenn es zum Beispiel im Concept Board gemacht wird, hat man das ja vorliegen, kann jederzeit einfach zurückkommen und gucken, was haben wir denn damals im Kickoff uns für Gedanken gemacht. Und wenn es vor Ort gemacht wird, das Format, also bei uns im Büro, dann dokumentieren wir das danach auch im Anschluss, legen es bei uns in den Projektordnern ab, dass man da auch wieder was hat zum Referenzieren. Wo es jetzt spannend wird, ist die Projektvisite. Wir wollen da einerseits so ein bisschen die Zufriedenheit im Team auch messen, also gucken, wie sind denn gerade alle unterwegs, wo stehen wir denn gerade, prüfen gemäß der Strategie, wie ich schon erzählt habe, sind wir ein guter Denk- und Umsetzungspartner und so ein bisschen zu schauen, okay, welche Steuerungsimpulse brauchen wir für die nächsten Wochen, wie sind wir unterwegs,
Und einfach da bewusst auf so eine Metaebene zu gehen, zu sagen, so, okay, lasst uns aus dem Projektalltag aussteigen, weil wir kennen es alle. Ein Projekt läuft, man ist unterwegs, man macht und am Ende stellt man fest, ja, an der einen oder anderen Stelle hätten wir vielleicht was anders machen sollen, das geht total unter. Deswegen wirklich ganz bewusst da auf diese Metaebene zu gehen. Wir machen am Anfang da eben dieses Stimmungsbarometer. Alles in allem arbeite ich sehr gerne in diesem Projekt, wo man so ein bisschen Eindruck bekommt. Und dann gibt es eine Reflexion. Und diese Reflexion widmet sich eben verschiedenen Fragen. Also was gefällt dir im Projekt? Was gibt dir auch Energie? Was gefällt dir nicht? Welche Dinge rauben dir Energie? Inwieweit sind wir deiner Meinung nach ein guter Denk- und Umsetzungspartner? Was bedeutet hier auch Erfolg für den Kunden? Was machen wir gut? Was können wir tun, um besser zu werden? Und wenn du auf die nächsten Wochen schaust, was brauchst du, was wünschst du dir? Und sind wir als Team gut aufgestellt? Und da machen wir eben so diese unterschiedlichen Perspektiven an. Und uns ist da wichtig, dass jedes Mal all diese Fragen quasi auf dem Buffet sind. Also jedes Mal gibt es all diese Fragen zur Auswahl, um darauf zu antworten. Es muss nicht jeder darauf antworten. Es kann ja auch sein, dass gerade alles super läuft und ich habe keinen Punkt, der mir nicht gefällt. Ich kann aber. Also und das war uns eben wichtig zu sagen, diese Formate können modifiziert werden. Da sollte aber einfach das Team gemeinsam sagen, okay, wir möchten aber beispielsweise all diese Fragen zur Verfügung haben, damit nicht davon ausgegangen wird, ach, bei mir läuft es total gut. Ich bereite das jetzt hier vor. Und jemand, der aber unzufrieden ist, da fällt es dann vielleicht an der Stelle hinten runter. Das heißt, da stellen wir uns jedes Mal diese Fragen, alle 6 bis 8 Wochen. Und es ist ganz spannend, wie unterschiedlich sich das dann auch entwickelt, weil man so merkt, okay, wir wünschen uns was für die kommenden Wochen jetzt daraus. Wir lernen jetzt hier gerade an der Stelle, merken, wir sind beispielsweise nicht gut aufgestellt. Wir brauchen vielleicht noch eine Expertise. Wir wollen den Modus ändern mit den Kunden, weil irgendwie irgendwas beispielsweise stresst. Und dann 6 bis 8 Wochen später hat man da an der Stelle natürlich auch so ein bisschen den Check-in zu gucken, was hat sich denn seit letztem Mal verändert? Wie ist die Stimmungslage? Welche Rückmeldungen kommen und was haben wir an der Stelle vielleicht auch schon gemacht, um das danach zu justieren. Es gibt auch noch den Projektabschluss und der dient eben dazu, dass das Team zu einem guten Abschluss kommt und dem Lernen aus dem Alten fürs Neue. Aus dem Alten fürs Neue, alt ist in dem Fall das Projekt, was jetzt gerade abgeschlossen ist. Und dann zu gucken, was kann denn alles das Neue sein? Das kann natürlich einerseits sein, ein neues Projekt, was ansteht. Das kann auch sein, eine neue Konstellation vom Team, mit der ich zusammenkomme, weil ich halt auch persönlich wahrscheinlich was gelernt habe, hoffentlich was gelernt habe in diesem Projekt. Und dann auf ganz unterschiedliche Art und Weise aufgestellt bin. Und wir machen das sehr offen. Wir haben da auch wieder das Stimmungsbarometer und stellen uns ein paar Fragen, um nochmal einen Überblick über das Projekt zu bekommen. Und dann geht es aber der wichtigste Teil ums Thema Learnings generieren. Und das können ganz unterschiedliche Aspekte sein, die ich jetzt mal in diesem linken Pfeil dargestellt habe. Also Zielformulierung und Nachverfolgung der Ziele, Strategie und Planung, Umsetzung der Maßnahmen, Rollen- und Verantwortungsklarheit, Zusammenarbeit im Team. Also ganz viele unterschiedliche Aspekte, die so als Scheinwerfer angeworfen werden können. Und man kann sich natürlich dann gedanklich das rauspicken, wo man sagt, okay, hey, hier sehe ich eine Chance, das sollten wir so beibehalten und hier sollten wir zukünftig was anders machen. Und da wird immer sehr viel gesammelt, diskutiert und eine Stelle, wo wir dann auch sagen, okay, das möchten wir gerne mitnehmen. Gibt es Learnings, die wir vielleicht aber auch außerhalb des Teams lernen, also teilen wollen? Zu sagen, okay, wir als Fünfer-Team beispielsweise wissen das jetzt. Mal gucken, wie viel wir dann daraus wieder ins Nächste implementieren können. Aber wir haben es gehört, wir haben uns darüber ausgetauscht. Und dann zu gucken, okay, was kann auch außerhalb des Teams geteilt werden, damit auch andere an diesen Learnings wirklich teilhaben. Und dann wird hier auch die konkrete Frage gestellt, wie können wir das außerhalb des Teams teilen? Wir haben einen gemeinsamen Montags-Showfix, wo man sowas firmenintern bereitstellen könnte. Wir haben Lernformate wie den Doni und den Max. Das sind so interne Barcamps, wo es um inhaltliche und kulturelle Themen geht. Wir haben den Teams-Kanal, der Guckt-Mal-Kanal, wo man sagen könnte, guckt mal, wir haben nicht nur hier was Hübsches gemacht, sondern wir haben in unserem Projekt XY gelernt.
Gibt es Schritte für uns, die sich aus den Learnings ergeben? Gibt es ein notwendiges Follow-up? Sagen wir, wir möchten beispielsweise nochmal mit den Kunden ein Abschlussgespräch führen, wollen dann nochmal sprechen. Sollte im Team noch irgendwas geklärt werden? Also unterschiedliche Fragen. Und das ist was, was mehr oder weniger gut funktioniert schon. Also der Projektabschluss wird durchgeführt, wir machen das. Und ich glaube, auch in den Teams kommen da ganz viele Learnings zusammen. Und wir merken aber, und das ist eben die Frage, die ich auch gerne mit in die Runde geben möchte, jetzt für die Diskussion hier und oder auch gerne noch als Kommentare danach, das schön nachzuhalten, dass diese Erfolge auch geteilt werden im gesamten Team und dafür schöne Formate zu schaffen des Teilens. Teilweise funktioniert es schon ganz gut und teilweise, glaube ich, schlummert da ehrlich gesagt in den Projektabschluss-Concept-Boards von anderen Projekten noch Dinge, wo ich mir denken würde, zum Beispiel, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich daraus vielleicht auch noch was gezogen. Genau. Jetzt sehe ich im Chat, wird schon ganz fleißig kommentiert. Ich habe jetzt mal einen Überblick gegeben und das wäre jetzt der Überblick, glaube ich, der so zum Einstieg mal ganz gut ist, so eine Viertelstunde und würde mich total freuen, darüber jetzt in den Austausch zu gehen mit euch, was euch interessiert. Genau, ich habe auch schon immer so ein bisschen mitgelesen. Aber vielleicht darf ich noch mal so eine andere Frage ganz direkt stellen. In meinem Verständnis von Projekten gehören Kickoffs und Projektabschlüsse sehr elementar dazu. Also ich würde sogar sagen, ein Projekt definiert sich über solche Bausteine. Wenn die nicht da sind, ist es kein Projekt, dann ist es irgendetwas. Also vielleicht noch mal an den Anfang. Was waren denn da so eure Pain Points, da noch mal Formate drum zu bauen. Also habt ihr irgendwie gemerkt, okay, das hängt von der individuellen Tagesform der Projektleiter ab, wie die mal umgesetzt werden oder wolltet ihr so Qualitätsstandards einziehen im Unternehmen nach dem Motto, auch wenn jetzt ein neuer Projektleiter, Leiterin anfängt oder reinkommt, dass sie das auch so macht? Also was war denn da so euer Antrieb? Weil ich denke, Kickoffs habt ihr auch vor 15 Jahren schon gehabt, ne? Ja, ein bisschen von beidem, was du gerade schon so suggeriert hast. Einerseits zu sagen, okay, wir machen uns dessen bewusst und wir standardisieren bestimmte Themen und bestimmte Fragestellungen, die wir uns jedes Mal stellen wollen. Weil so ein Kickoff kann ja auch tatsächlich in Anführungszeichen nur inhaltlicher Natur sein, zu sagen, okay, worum geht es in dem Projekt? Wer macht was? Alles klar, gehen wir los. Und dann regelt sich das schon unterwegs. Genauso der Abschluss zu sagen, so ja, Projekt lief gut, lief nicht gut. Und da haben wir halt einfach für uns gelernt, dass es für uns mit diesen Formaten sehr gut funktioniert. Uns auch zu sagen, okay, jeder im Projekt, der einen inhaltlichen, also der einen Beitrag da leistet, kommt auch zu Wort in dem Format. Das war es ein Anteil. Und ja, schon auch zu sagen, so, okay, lasst uns das wirklich bewusst machen, weil wir meistens, also wir haben auch ganz viele Projekte, die entwickeln sich aus bestehenden Projekten heraus. Das heißt, der Kunde sagt, okay, wir hatten jetzt die und die Kampagne, lasst uns loslegen zu einem neuen Thema. Dieses Jahr geht es da und darum. Dann bleibt vielleicht das Team bestehen, es geht einfach weiter oder es, eine Person geht raus, weil es nicht mehr die Expertise ist, es kommt jemand mit rein und dann ist es ganz einfach, dass es auch mal passiert, dass es einfach weiterläuft, so wie bisher und gar nicht dieser Cut mal stattfindet, zu sagen, so, okay, lasst uns jetzt hier sagen, das ist ein neuer Projektabschnitt, ein neues Projekt, da einen Kickoff zu machen. Und ihr habt ja den riesen Vorteil, dass ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, vieles schon auf eurem Konzeptboard habt. Also wo es vielleicht nur darum geht, die Punkte nochmal aufzunehmen und sie für andere in die entsprechenden Kanäle oder Jourfixes oder wie auch immer Plattformen reinzubringen. Ne? Aber jetzt gucke ich auch mal, was da so steht. Ich glaube, die Christine hat schon so zwei, drei Sachen geschrieben. Vielleicht mag sie einfach mal kurz das Mikro öffnen und den Punkt nochmal hervorheben, der ihr besonders am Herzen liegt. Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar, ja, der letzte Punkt interessiert mich sehr. Also bei euren Formaten, das passiert in den Projektteams, oder? Also das ist nicht öffentlich im Unternehmen, weil da würde ich zum Beispiel jetzt noch eine Chance sehen, weil ihr sagt ja, also einmal soll das in diesen Formaten passieren und dann soll man nochmal die Ergebnisse von den Formaten teilen und für mich war, ist es so ein bisschen gedoppelt, weil ich denke mir so, ja, warum kann man nicht das so für alle öffnen
Und ein Kollege, der vorher vielleicht mit dem Kunden gearbeitet hat, ist jetzt bei der Projektvisite von mir dabei, obwohl der nicht in diesem Projektteam ist und hat nochmal so ein bisschen den Blick von außen und kann mir zum Beispiel Input geben. Weil ich glaube immer, wenn man viel dokumentiert, das liegt dann irgendwo und ist dann die Zeit, da reinzuschauen und zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und ich sehe immer den Mehrwert immer direkt im Prozess, also wenn ich jetzt Input bekomme, während ich es noch tue, ne? Und deswegen habe ich mich gefragt, kann man nicht das so gestalten, dass man diese Formate öffnet, aber das einfach als offene Frage an euch. Ja, ich finde es eine total spannende Perspektive, die ich auch gerne tatsächlich gerne mitnehmen möchte. Und ich möchte den Aspekt so nochmal beleuchten. Für uns ist dann schon auch so ein geschützter Raum. Also in diesem Projektabschluss beispielsweise oder in der Projektvisite darf ja alles gesagt werden, was in dem Moment wichtig ist. Und wenn das dann in diesem Kernteam ist, dann, also und vielleicht hat es auch mal unterwegs gekracht oder so, dann denke ich, also ist es hoffentlich eine gute Basis zu sagen, es sind diejenigen anwesend, die es in dem Moment betrifft und fördert und hoffentlich diese offene Kommunikation, sich da auch zu trauen, Dinge anzusprechen und nicht zu sagen, so okay, da sitzen jetzt noch drei Leute dabei, die kennen den Kontext nicht oder ähnliches. Ja, ich finde es aber total spannend, zu gucken, wie das eine gute Perspektive sein könnte, da nochmal von außen einen Blick mit reinzuholen. Danke dir. Ja, gerne. Nice. Schaue ich auch gerade, die Ines hat auch so einen längeren Beitrag geschrieben. Vielleicht mag sie auch kurz ihr Mikro einschalten und das vielleicht einfach kurz. Hallo, ich weiß nicht, ob man mich hört. Sehr gut. Ja, super. Ich hatte gedacht, wir haben bei uns hin und wieder auch so eine Art Townhall-Format, was eben für alle Mitarbeiter offen ist. Das ist normalerweise so einmal im Quartal oder so, vielleicht gibt es ja sowas auch, dass man das dann inkludiert und mal eben in dem jeweiligen Zeitraum, beispielsweise eben das Quartal, da eben einmal ganz kurz anschneidet, welche Projekte abgeschlossen wurden, was wurde erreicht. Da kann man auch schön die Erfolge feiern und dann eben in 2, 3 Sätzen mal eben dazu sagen, was haben wir, gibt es irgendwie ein besonderes Learning? Was ist so unser Fazit daraus, ne? Damit eben alle das einmal zumindest auf dem Schirm haben, dieses Projekt ist so geschehen, das und das habt ihr gelernt und dann kann man ja, wenn man ja sagt, da sehe ich irgendwie eine Verbindung oder so, da möchte ich gerne mehr erfahren, dann individuell auf diese Leute zugehen und sich mehr Informationen holen. Ja, ja. Das ist ein guter Punkt. Das ist was wir auch, also wir haben immer den Montags-Showfix jede Woche. Und wenn zum Beispiel auch ein Kundenreview stattfand, also zu sagen, wir haben auch nochmal den Kunden ganz klassisch befragt, dass da dann das Team an der Stelle auch teilen kann und sagt, okay, da geben wir noch unsere Essenz mit. Ja. Vielleicht daran anschließend, danke Ines, habt ihr denn so Formate, wo man regelmäßig mal den Stand seiner Projekte oder Projekte überhaupt hochhält in einer großen Runde? Also man erzählt, man ist gerade im Projekt XY oder in 2, 3 und das ist der Stand und so geht's uns und das sind vielleicht 2 Punkte, die die anderen auch interessieren, einfach so aus dem Alltag eines Projektes heraus? Ja. Als Gesamtunternehmen jetzt spezifisch nicht. Also wir haben, wie gesagt, diese Austauschformate, den DONI zum Beispiel, Day of New Ideas, wo man auch sowas teilen könnte. Ich denke, dass der Austausch meistens tatsächlich in den Kompetenzaustauschrunden stattfindet, die wir haben. Also beispielsweise alle Projektmanager treffen sich einmal die Woche und wenn da dann ein besonderes Learning ist, das in dem Kreis dann zu erzählen, dass der andere Projektmanager das lernt. Genau. Aber über das Gesamtunternehmen hinweg in dem Format nicht, nee. Ja, danke. Bei Karl-Heinz ist die Hand oben und sogar eine 2 daneben. Weist das auf eine besondere Dringlichkeit hin, oder? Nein, das... Das weist darauf hin, dass Norbert sich zuerst gemeldet hat. Norbert Jochen war der Erste. Oh, genau. Entschuldigung. Norbert. Das macht ja nichts, ne? Die Zeit nutzen wir. Bei mir war die Frage, die dockt ein bisschen bei dem an, was Jochen vorhin noch gesagt hat, im Sinne von Projektmanagement, Kickoff, Abschluss, eigentlich Standards, aber ihr habt da einen anderen Fokus nochmal und einen zusätzlichen Fokus reingebracht, zu sagen, genau da wollen wir hinkommen. Ist das etwas, was im Zuge eurer Lernkulturentwicklung entstanden ist? Dass ihr sagt, Mensch, da müssen wir was tun, deswegen
achten wir nochmal besonders darauf. Das klingt für mich, oder eine These wäre, je weniger enge Strukturen und Formen wir haben, sowas wie Hierarchie und der sagt, wie es geht und so weiter, desto mehr suchen wir uns andere Haltepunkte, sowas wie eine Liberating Structures hat ja auch diese Idee von einer sehr klaren Formulierung von Format, um gewisse Dinge zu schaffen und nicht in der Formlosigkeit zu enden. Ja. Macht ihr das an verschiedenen Stellen? Ich habe es jetzt gerade rausgehört, ihr habt verschiedene andere Bausteine. Hat sich das also entwickelt, weil ihr sagt, Mensch, ohne diesen Wissenstransfer kommen wir nicht mehr klar? Oder wie kam das? Ohne den Wissenstransfer kommen wir nicht mehr klar, würde ich nicht sagen. Aber schon genauso dieser Punkt zu sagen, wir verfolgen ja auch eine Strategie als Gesamtunternehmen, an der wir alle teilhaben in der Strategie. Also wir wollen gemeinsam, arbeiten wir auf ein Zielbild hin. Und wie kann man das gut umsetzen, ohne Kontrolle ja auch und jeder gleich verantwortlich zu sein und dann zu sagen, so okay, dann brauchen wir aber auch diese Austauschformate, wenn jeder gleich verantwortlich ist, aber ja unterschiedlich kompetent auch in seiner Rolle, einen bestimmten Einfluss zu nehmen, zu sagen, okay, hey, dann lass uns da zusammen drauf gucken. Cornelia, vielleicht kannst du da an der Stelle auch zu Doni und Max da noch einen Einblick geben. Ja, das habe ich am Montag auch schon vorgestellt, dass das einfach die Formate sind, wo die Mitarbeiter ihr Wissen bereitstellen für die anderen Mitarbeitenden, also wo das Hand in Hand geht. Das ist ja also eigentlich so ein Barcamp-Format und das andere ist ein bisschen ein formaleres, aber auch wo verschiedene Sessions gebildet werden. Ja. Norman, ich empfehle dir, die Aufzeichnung vom Montag nochmal anzuschauen. Da ist es ausführlich erklärt, was es für viele Formate gibt. Ja. Karl-Heinz, dann leg auch los. Jetzt hast du das ja, Problem. Also erstmal, Julie, ich bin ganz fasziniert auch von eurer Ausdrucksweise. Also allein schon der Begriff, ihr seid Denk- und Umsetzungspartner. Und das hast du so oft betont, dass man so richtig merkt, dass da steckt eine andere Denkhaltung hinter. Ne? Mhm. Wenn ihr euch so eng mit den Kunden verbunden fühlt, wie kriegen die Kunden eigentlich mit, was ihr für Erfahrungen gemacht habt? Wie teilt ihr euer Projekt Erfahrungswissen mit den Kunden, mit denen ihr zusammengearbeitet habt? Also formell gibt es da nichts. Also es gibt kein Format an der Stelle. Das passiert aber sehr viel in den Projekten. Wir haben auch jetzt schon beispielsweise Projektabschlüsse durchgeführt, gemeinsam mit Kunden, zu sagen, so okay, lasst uns das auch übertragen und gemeinsam aus dem Projekt zu lernen. Und unterwegs passiert das sehr viel. Jetzt nicht formell, aber auch zu sagen, also ich hatte es auch schon, dass wir eine Projektvisite durchgeführt haben und ich dann in dem auch den Kunden gesagt habe und gesagt habe, so hey, wir haben eine Projektvisite gemacht und haben den und den Punkt aufgedeckt. Und da möchten wir gerne mal mit euch diskutieren, wie gehen wir damit gut weiter beispielsweise. Und das funktioniert da sehr gut. Es ist auch etwas, was wir gerne machen möchten, dass es einfach ja fester Bestandteil ist und dass der Kunde auch merkt, dass wir da auch auf eine Metaebene gehen und nicht nur durchführen, sondern auch uns dessen bewusst sind, was wir als Partner, also wir möchten als Partner gesehen werden und was tun wir dafür. Da sind wir, denke ich, gerade ganz gut dabei, das immer mehr auch zum Kunden zu tragen und das zu zeigen und auch mit Kunden so eine Pause einzulegen im Umsetzungsalltag und da eine bewusste Formate zwischendrin mal zu setzen. Ja. Aber das ist was, wo wir, denke ich, gerade lernend ganz gut unterwegs sind. Instrumentalisiert gibt es da nichts. Ich weiß nicht, ob es das braucht. Ja. Also, wenn man das weiterdenkt, könnte man ja auch mal dem Kunden signalisieren, wir wünschen uns von dir für die Partnerschaft auch ein anderes Verhalten oder ein anderes Vorgehen oder so weit. Ne? Ja, also es ist schon was wir als Spiritlink, denke ich, auch gut kommunizieren, also gut darin sind zu kommunizieren, was brauchen wir auch, um in diese Kraft zu kommen, dieser Partner sein zu können an der Stelle. Ja. Ah, schön. Ja, danke. So, lieben Dank. Und ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt und man ahnt es kaum, oder man ahnt es vielleicht schon, die halbe Stunde ist schon wieder um. Um den Kreis zu schließen oder die offenen Fragen, die es vielleicht doch noch gibt, aufzunehmen. Ich habe Cornelia, Julie, ihr habt ja so eine kleine Frage vorbereitet auf der Kursseite und die passt ja auch sehr schön zu den, Julie, vielen Dank für den Input heute.
Und da, das wäre wahrscheinlich dann auch der Ort, Cornelia, ne, wo wir noch Rückmeldungen, Beispiele oder wie gehen andere damit um, genau, so ein bisschen sammeln können. Ne? Das ist so, das war so die Idee. Ja, genau. Also wir freuen uns, wenn ihr da nochmal aktiv seid und erstens die Fragen, die ihr jetzt vielleicht nicht beantwortet bekommt, da nochmal stellt und zum anderen natürlich eure Ideen nochmal reinkippt und eure Erfahrungen mit dem Thema Transfer von so Projektteams oder von kleineren Einheiten in die ganze Firma. Ja, ich denke auch, dass es viele Beispiele noch gibt so in dem Umfeld der agilen Projektorganisationsentwicklung herum, die da natürlich so ein bisschen quer liegen und vielleicht auch nochmal Impulse und Anreize geben, ne, für wie geht man anders an Projekte ran, gerade an die kulturellen, sozialen Fragen, die es so neben diesen klaren Milestones und Steps gibt. Also ganz spannend. Ich denke, wir haben gerade mal wahrscheinlich so die Oberfläche ein bisschen gekratzt, aber das ist ja auch so die Idee unseres Formats, dass wir hier so einen kleinen Impuls geben und mal schauen, ob das hier so ein paar Kreise schlägt und einfach noch Rückmeldungen aus der Community, aus der Runde hier mit aufzunehmen. Von daher nochmal herzlichen lieben Dank, Julie und Cornelia. Vielen Dank euch auch für die Impulse. Sehr gerne auch in die Runde nochmal herzlichen Dank für das Kommen. Und wie gesagt, die Spielfelder haben wir ja so ein bisschen gerade nochmal aufgeführt. Morgen müssen wir ohne euch auskommen, ne, Cornelia? Ja. Genau. Ich denke, das kriegen wir auch irgendwie hin. Das dürft ihr füllen mit euren Diskussionen. Genau, also das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, um sich mal eine halbe Stunde über Mittag vielleicht Zeit zu nehmen und die ein oder andere Frage, die im Raum steht, zu beantworten. Wie gesagt, wir haben da auf kolon.de einen direkten Kanal schon eröffnet. Wir nehmen natürlich auch gerne Impulse oder Ideen auf anderen Kanälen mit, wenn sie irgendwie den Weg zu uns schaffen. Da reicht natürlich auch eine kurze Nachricht oder darum so ein Link dann auf der Kommentarspalte auf kolon.de. Ansonsten sehen wir uns am Freitag wieder um, ich glaube, das ist immer wieder um 13 Uhr. 13 Uhr. Genau. Ja. Genau. Wunderbar. Ich bedanke mich hier nochmal in der Runde an allen, die da waren. Und bis hoffentlich übermorgen. Genau. Tschüss. 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 Tschüss.